Hallo und willkommen zurück zum nächsten How-To der Nummer 10, Felder anbinden für Fortgeschrittene. Wir haben ja im letzten How-To Nummer 9 ein kleines Feld angeboten mit einer einfachen Fanglinie, damit die Abfahrer koordiniert vom Feld runterkommen können. Und daraufhin gab es tatsächlich eine Frage bei uns im Autodrive GitHub. War jetzt vielleicht nicht ganz so passend, aber okay. Ob man da Nebenstrecken benutzen sollte. Ja, man kann natürlich die Fanglinie als Nebenstrecke auch machen. Aber da wir ja nur Abfahrten haben und keine Zufahrt, braucht man das an der Stelle nicht, weil es kommt ja kein Fahrzeug auf die Linie drauf. Hatte ich beim letzten Mal auch erklärt. Jetzt gibt es aber natürlich noch andere Anwendungsfälle, wo wir diese Fanglinie ja nicht missbrauchen, aber für unsere Zwecke erweitern können. Und ja, die Vorschläge kamen dementsprechend oder wurden genannt auf GitHub. Und wir möchten jetzt mal hier so ein, zwei Stück davon angucken. So, einmal schwupp, wir wechseln ins Spiel. Und zwar, wir tun jetzt einfach mal so, als wenn dieses Feld 25, wo ich jetzt gerade stehe und wo es auch eine Fanglinie gibt mit zwei Ausfahrtlinien. Wir tun einfach so, als wenn das Feld 5-mal oder 10-mal oder 20-mal so groß wäre. Was ist denn jetzt, wenn der Drescher zum Beispiel hier unten an der Kante unterwegs ist und der Abfahrer, der steht hier ganz hier unten, ganz alleine. Und dann muss der ja quer übers Feld. Ja, wenn die Frucht steht, muss er um die Frucht drumherum fahren. Das kann natürlich lange dauern. Wenn man solche Felder hat und man hat so die Möglichkeit wie hier, dass zwischen den Feldern auch noch Autodrive-Punkte sind, ist es ja relativ einfach. Autodrive interessiert nicht, auf welchem Feld nun wirklich der Drescher unterwegs ist, sondern dementsprechend, das werdet ihr im nächsten How-To auch noch sehen, dass der Autodrive-Zielpunkt richtig eingestellt ist, damit der Abfahrer ihn findet. Also, wenn ihr solche Konstellationen habt, ja, hier steht jetzt zum Beispiel gerade ein Abfahrer am Feld 40 Zielpunkt. Ja, wenn der Drescher aber auf Feld 41 unterwegs war, ja, dann könnte ich den auch zu Feld 41 schicken, stell das im Drescher um und fertig. Aber wenn es besonders große Felder sind, wenn es nur um die Feldausfahrt geht, dann könnt ihr auch andere Sachen machen. So, einmal den Motor anschmeißen und jetzt muss ich mir einmal hier, zack, die Minikarte einblenden lassen. Wenn dieses Feld wirklich riesig ist, dann ist es unter Umständen ein Problem, dass der Abfahrer ja sehr weite Wege fahren muss, um vom Feld wieder runterzukommen. Da könnt ihr ein bisschen tricksen, müsst aber allerdings ein bisschen aufpassen. Und zwar könntet ihr zum Beispiel, jetzt muss ich noch einmal schnell nochmal gucken, wo denn hier die Ausfahrt war. Ich glaube, eine ist hier direkt am Zielpunkt, genau. Ja, anstatt dass der Abfahrer zum Beispiel komplett rund um das Feld fährt, könntet ihr auch solche Sachen machen, dass ihr die Fanglinie im Feld schon platziert. Nur gucken, dass ich den so ungefähr hier treffe. So, ich glaube, das sollte so ungefähr passen. Ja, wir gehen einfach in den Edit-Modus und dann ziehen wir einfach von hier eine Fanglinie. Hier geben wir mal ein bisschen mehr Gas hier. Upp. Klick, klick, klick. Ja, komm, ein bisschen schneller können wir noch. So, machen wir das Ganze langsamer. Und dann binden wir den dementsprechend hier einfach mit an. So. Heißt, der Abfahrer hat jetzt hier noch eine weitere Möglichkeit, einen Weg vom Feld runter zu finden. Ich bin nicht ganz so zufrieden mit Linien, die schräg übers Feld gehen. Denn in der Regel fährt man ja, ne, Feld 25 würde man ja eine lange Bahn nach der anderen fahren. Nun kreuzt hier einfach quer so eine Autodrive-Linie. Das kann zu Problemen führen. Müsst ihr euch einfach mal angucken, ausprobieren, inwieweit das bei euch gegebenenfalls zu einem Problem führt. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, auf großen Feldern die Abfahrer schneller oder zumindest etwas schneller dementsprechend hier runter zu bekommen. Statt so einer schrägen Linie könnte man natürlich auch sagen, okay, wir fahren von einer Feldseite zur anderen. Ich fahre jetzt einfach mal hier zurück. So noch ungefähr halbwegs, ja. Na komm, wir fahren,
Fahren schön zwischen die beiden Punkte hier. So. Ein kleines Stück weg. So, wir gehen auf Record. Lass uns die ersten beiden Punkte hier generieren. Ah, falsche Linie natürlich, ne? Wir wollen ja... So wollen wir das ja nicht haben. Wir wollen alles schön mit den blauen Linien machen. Beidseitig befahrbar. Also Rechtsklick hier drauf. So, dann verbinden wir den direkt von da nach da und da nach da. Zack, 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 zack. So, und dann fahren wir jetzt hoffentlich in die halbwegs richtige Richtung. Und teilen quasi das Feld. Jetzt machen wir mal die Linie hier komplett weg. Und binden das Ganze dementsprechend so an. So, haben wir das Feld geteilt. Das heißt, Abfahrer, die auf der einen Hälfte stehen, können innerhalb dieses kleinen Kreises fahren. Und Abfahrer, die auf der anderen Hälfte stehen, haben auch wiederum einen kleinen Kreis. Wenn ihr also zum Beispiel, ne, immer davon ausgehend, ne, Theorie, das ist ein riesengroßes Feld und der Abfahrer muss ja auch irgendwo wieder runterkommen und es gibt nur diese eine Abfahrt, ne, zum Beispiel ist Wald drumherum etc., ja, dann hat er halt hier jetzt die Möglichkeit, wenn er da hinten weiter steht, nutzt er die Linie, fährt am Feldrand lang und wenn er weiter hier in der Mitte steht, würde er die mittlere Linie dementsprechend benutzen, um hier vom Feld runterzukommen. Dadurch könnt ihr das Ganze ein bisschen entzerren, beziehungsweise das Ganze auch ein bisschen beschleunigen, dass die Abfahrer schneller vom Feld runterkommen und dementsprechend, ne, wenn er jetzt hier hinten steht, ja, müsste er ja einmal um das halbe Feld drumherum fahren. Das dauert natürlich dementsprechend. Mit so einer Linie in der Mitte geht das schneller und wenn die nur mal ebenso hier eine Bahn streift, wo ein Drescher fährt, sollte das, glaube ich, auch nicht so das Problem sein. Wenn ihr so schräge Linien macht, ja, heißt das, er ist natürlich auch etwas länger auf der Linie vom Drescher unter Umständen unterwegs. Hier kreuzt er einmal kurz, sollte nicht das Problem sein. Dann gibt es auch noch die andere Möglichkeit. Wir haben den Zielpunkt ja jetzt hier am Feldrand. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen tricksen. Wir stellen uns auch wieder vor, dieses Feld ist riesig groß. Und wir fangen mit dem Drescher da hinten an der Seite an. Ihr habt unter Umständen nicht die Möglichkeit, hier hinten auch einen Zielpunkt für einen Abfahrer zu machen. Wir können das Ganze aber natürlich umwandeln. Ne, wir haben ja hier beidseitig befahrbare Linien. Was wäre denn, wenn wir trotzdem eine Zufahrt machen auf die blaue Linie und erstellen da hinten noch einen Zielpunkt? Ich fahre jetzt einfach mal da hinten hin und werde da einen Zielpunkt erstellen. Ne, wir sind hier auf Feld 25. Und wir sagen ihm jetzt einfach, okay, mein Freund. Wir haben hier, sind wir hier so ungefähr mittig. Ja, Pi mal Daumen. Wir möchten, dass die Abfahrer auch hier irgendwo hinkommen können. Aber natürlich nicht direkt auf der blauen Linie, damit kein Abfahrer behindert wird. Sondern wir machen das anders. Wir ziehen uns jetzt hier nochmal eine Linie nebenbei. Diesmal aber eine grüne. Machen wir ruhig noch einen Punkt mehr. So. Und dann ist das hier Feld 25 plus A. So, und damit es hier keine Probleme gibt, führen wir das Ganze hier auch wieder von hier wieder runter. Ja, von hier aus kann er dann auch wieder wegfahren. So, jetzt müssen wir den hier nur anbinden. Oh. Aus der Ferne ein bisschen quer gezogen. So. Kann ich den Punkt jetzt von außerhalb des Feldes schon anfahren? Nein, natürlich nicht. Wenn ich mich jetzt hier außerhalb irgendwo hinstelle, dann wird er mir gleich sagen, Bim, bim. Denn wir haben keine Zufahrt auf die blaue Linie. Wir haben keine Chance, das zu erreichen. Aber wir können ihm natürlich hier eine Zufahrt geben. Indem wir einfach von hier eine Linie mal abzwacken. Ist hier vielleicht an der Stelle nicht besonders schön, aber
Wir machen das jetzt Ganze mal ein bisschen quick and dirty. Indem wir jetzt hier einfach eine Abzweigung machen, die wir jetzt auch hier drauf führen. Und natürlich nur in eine Richtung, denn wir können ja auch den Zielpunkt da hinten nur aus einer Richtung erreichen. Und damit sich Abfahrer da nicht gegenseitig im Weg stehen, habe ich eine grüne Linie dementsprechend gemacht. So, den Wegpunkt weg und dann verbinden wir den einfach mit dem. So, und schon müsste ich, wenn ich jetzt hier stehe, auch diesen Zielpunkt anfahren können. Jawohl, er fährt jetzt einmal hier brav drumherum. Deswegen ganz wichtig, erst das Vorgewende fahren. Ja, damit sich die Fahrer hier nicht in den Weg kommen können. Sollte hier bereits ein Fahrer auf der Strecke drauf sein, sollte das eigentlich nicht das Problem sein, denn er erkennt ja, wenn einer auf der blauen Linie ist und sollte dementsprechend vorne noch an der grünen Linie warten, bis die blaue Linie wieder freigegeben ist. Oh, was haben wir hier? Toten Punkt? Ah ja, weil ich die Strecke gelöscht habe. So, und jetzt würde er mit seinem Anhänger hier dementsprechend, okay, ist vielleicht ein bisschen kurz geraten, hier müsste vielleicht ein bisschen länger sein, dass er auch wirklich mit einem Anhänger hier stehen kann. Würde er dementsprechend hier stehen und darauf warten, dass der Drescher ihn passend ruft. Heißt, er ist viel näher an dem Drescher dran, wenn ich hier unten an der Seite anfange. Vielleicht habe ich auch hier vorne angefangen, mich hier hochgearbeitet. Ja, wir gehen immer davon aus, theoretisch, das ist ein Riesenfeld. Kann es jetzt passieren, dass hier irgendein Fahrzeug drauf fährt, was hier nicht drauf fahren soll? Theoretisch eigentlich nicht, denn wir haben nur eine einzige Zufahrt hier drauf und wir haben nur eine einzige Zufahrt runter. Welches Fahrzeug sollte jetzt hier an der Stelle auf die Idee kommen, hier lang zu fahren? Wenn ihr mehrere Zufahrten, mehrere Abfahrten habt, ja, wir haben jetzt im Moment hier eine Abfahrt und wir haben hier eine Zufahrt. Aber es könnte ja sein, ich habe hier hinten noch eine Abfahrt. Ich habe vielleicht noch eine Verbindung hin zur Straße. Dann könnte es ja unter Umständen sein, dass ein Fahrzeug, was sich hier auf der Straße befindet, der Meinung ist, dann kürze ich über das Feld ab. In dem Fall solltet ihr auf jeden Fall aus der Fanglinie eine Nebenstrecke machen. Ganz wichtig. Ne, Nebenstrecke. Er benutzt die Nebenstrecke nur dann, wenn der Weg über die grüne Linie nicht mindestens 20 Mal so lang ist. Also fahren wir das Ganze hier einmal dementsprechend um. Ne, ganz wichtig, einmal Linksklick auf so einen Kreuzungspunkt, linke Shift-Taste auf den nächsten Wegpunkt und schon wandelt ihr das Ganze in eine Nebenstrecke um. Ich mache das jetzt hier aber erstmal wieder rückgängig, weil in dem Fall wird mir das nicht passieren. Ihr könntet auch zum Beispiel den Abfahrer mit einem Überladewagen versehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Dann muss der ja auch irgendwie auf das Streckennetz draufkommen. Eigentlich ja nicht, weil er ist ja schon im Feld und kann den Feldrandkurs benutzen. Ja, und dann würde man hier einfach passend, ne, im richtigen Abstand natürlich, ich glaube, das passt jetzt hier an der Stelle nicht, einen Zielpunkt machen für den Überladewagen, wo der hinfährt. Hier würde der Abfahrer stehen und der Überladewagen würde dann einfach wieder da draufladen. Dann könnte der sich natürlich auch wieder hinten an den Zielpunkt stellen oder an einen anderen Zielpunkt, der auf dem Feld ist. Also, ihr seht, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, wie ihr den Feldrandkurs auch noch für andere Sachen benutzen könnt. Sei es, dass es ein riesiges Feld ist und die Abfahrer ja auf verschiedenen Seiten stehen sollen. Ja, ich könnte natürlich jetzt an der linken Seite auch noch so einen Zielpunkt machen und an der rechten Seite so einen Zielpunkt. Ich könnte noch mehrere Linien quer über das Feld ziehen. Ja, aber da immer aufpassen. Irgendwo muss der Drescher auch lang. Nicht, dass sie sich irgendwann mal in die Quere kommen. Ja, ich kann die Abfanglinie oder die Fanglinie hier nutzen für einen Überladewagen und. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie ihr diese Fanglinie nutzen könnt. Immer dran denken, aufpassen, dass diese Fanglinie nicht für normale Transportfahrten genutzt werden. Ja? Also wirklich bloß für alles das, was auch mit dem Abfahren oder mit der Feldarbeit hier an der Stelle zu tun hat. Sollte sich hier doch einer mal verirren, ja, ganz wichtig, macht eine Nebenstrecke draus. Dann sollte das eigentlich nicht passieren. So, ich habe jetzt hier meine ganz normale blaue Linie und damit bin ich wieder schick. Ich habe hier jetzt auch kein totes Netz. Ja, wir können ja nochmal reingucken in den Debugger, Streckennetz. Und dann gucken wir einmal auf die Karte und dann sehen wir, nein, hier ist keine Sackgasse, kein sonstiges. Alles richtig gemacht und auch wenn ich hier unter Debug nochmal gucke, ja, da ist kein toter Wegpunkt. Ganz wichtig, wenn ihr Strecken erstellt, kontrolliert es, probiert es auf jeden Fall aus. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten How-To wieder, wo wir dann mal anfangen, einen Drescher abzufahren. Bis dann!